Mounts gibt's ja auch. Ist gerade einer mit Reitmount mir vorbei. Hast du gerade sonnige Urin gesagt oder Ruin? Sonniges Urin? Nein. Sonnige Ruinen. Sonniges Urin, du hast echt Fantasien. Ja. Cool. Na komm, ja. Wir wollen jetzt nicht alles wissen. Also das finde ich ja so ein bisschen unübersichtlich gemacht, in meinen Augen, finde ich so ein bisschen. Ich zeig dir, wenn jetzt alle gerade am Boden. Also da läuft der. Ich komme hier jetzt Monster hin. Weg. Hm. Also ein bisschen zu viel los in dem Spiel. Wenig, ja. Ich muss jetzt über 200 Meter zu. Zur nächsten Aufgabe laufen. Ich muss mal eben kurz das Fenster zu machen, hier fängt es an zu regnen. Oh, bring Bier mit. Bier mit. Boah, ich bin wieder im Abgrund. Ich bin fast wieder reingesprungen. Guck mal da hin. Wie kommt man da rüber? Komisch. Man sollte vielleicht auch die Quest erstmal zu Ende machen, bevor man zum nächsten läuft. Hier kann ja jeder für seine Mission für sich machen, weil so schwer sind die nicht. Das hat nur ein bisschen unübersichtlich gemacht, das finde ich persönlich nicht so berauschend. Man fügt sich halt alles automatisch hinzu, ne? Wow. Musst du genau aufpassen. Aufpassen. Gänsefleisch, aufpassen. Wo sind auch diese blöden Roboter? Ja, da. Habt ihr das Sammeln der Forschungsroboter schon fertig? Was? Der Forschungs was? Diese Drohnen, die man hier anklicken muss? Nee.
nicht gerade. Ganz. Prozent habe ich schon. Aber dafür, dass das Spiel relativ neu ist, also es ist relativ, es ist neu, finde ich persönlich, oh, das ist ein Riesenwurm-Gegner, lebender Tropfen mit 4x1500. Habe ich gerade gemacht. Weil sterben kann ich nicht. Autsch, Mama. Das war vielleicht ohne euch nicht so klug. Was machst du? Die Fresse kriegen? Ja, ich hab so einen riesigen Kopf angegriffen. Gute Idee. Ganz alleine. Ach, das sind noch andere Spieler. Bin down. kann ich ja nicht wissen, dass er so stark ist. Ja, gut. Ja, ich hab auch jetzt einen mit Mount gesehen. Aber das Gute ist, hier ist ja das so. Funke des Gleichgewichts, Funke der Zerstörung, Ring der Stärke. Yeah. Warum findest du die ganze Zeit sowas? Das war, nein, das war Quest Reward. Achso. Oh, vielleicht sollte ich mal in meine Tasche gucken. Oh, der Tropfen ist fast tot. So, was müssen wir denn machen? Beseitige die Tobis am Rande der Ruine der Erleuchtung. Was ist das denn? 52 habe ich schon. Was sind Tobis? Was sind diese kleinen Flatterviecher, die da vorhin noch angefangen haben? Komm, Vogel. Ich stehe da vor, du bist zu weit weg. 60%. Das macht ja eigentlich schon wieder ganz weit hin. Wer? Ja. Hier. Ja, Mission. Cool, das hat mir erzählt, dass er da irgendwas aktiviert hat. Sind diese Vögel, wenn man sie mal braucht. Ich will doch nur ein bisschen spielen. Ah, da.
Seid ihr noch da? Ja. Bist du ruhig? Kenn ich euch. Angestrengt am Kämpfen. Ja. Normalerweise übernimmst du das Reden hier für uns. Ach, sowas muss ja gut sein. Wenn ich für den Spiel kann, dann quatschen, ja. Das hast du gesagt. Scheiß Vögel. So. Ey, wie weit man laufen muss immer. So. Soll ich denn hier mal? Ich will ja so ein scheiß Tropfenvieh hier. Darum helfe ich dir mal. So. Mal Map aufmachen. Da lang muss ich. Das wird ruhig, wenn ich kämpfe. Ja. Ja. Muss noch zwei Upload. Ich noch einen. Super, und ich dachte, die ganze Weg also noch laufen. Super. Na ja, Ablenkterminal muss ich noch. Ja, doch, einen noch. Gut, dafür habe ich die anderen Quests schon gemacht. Ich habe die Roboter eingesammelt, ich hab die Raider gekillt. Ich glaube, du hast noch nicht so viel gemacht wie ich. It's not just a message, it's a code hidden in the message. Meinst du? Mhm. Ich jetzt einfach mal von aus. Shadowy. Oh. Afraid to die. I'm gonna strangle you. Da nicht rüber, du sollst das nehmen. Ah, ich seh sie schon. Tropfen meinst du, ne? Ja, Wandering Fire. Ja. Also ich hab ihn solo nicht geschafft, weil da noch so dürfen Vögel nebenbei waren. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ob ich eine Solo schaffen würde, aber es sähe ziemlich gut aus. Hat nicht lange gedauert, da sind noch zwei Leute dazu gestoßen. Ich finde, das jetzt ja viel zu viele Quests. Sammeln, killen. Oh oh. Kein möchte... Fallschaden. Ja, wie jetzt? Warum? Die Gegner.
Ah. Oh, da ist noch ein Tropfen. Ein heißer Stein. Jetzt mal ein Wasser. Warte, war es Lava? Hinten hin einmal und da hinten ist ein lange Reise. War in Aidon. Und habt ihr schon das Gefahr mit Elon da gemacht? Hier kommt man echt durcheinander ein bisschen, ne? Ja, also. Der Lauferei und ja, so. Manche Quests werden auch nur angezeigt, wenn ihr in der Nähe davon seid. Ja, mal auch noch drauf achten. Brauche ich die jetzt hier noch? Dann komm mal, das ist halt nur halt. Nein. Mach du das. Kämpf da alleine. So. Ach Mensch, jetzt häng ich ja. Blöde Wurzeln. So. Fertig. Wo bin ich denn da? Na? Oh, hinter mir soll das sein. Oh. Aber sowas wie so Level-Bike habe ich auch noch nicht gesehen, ne? Gibt's ja auch nicht. Fallschaden? Gibt's nicht. Gut. You are not allowed here. Irgendwie. Muss da rüber, wie komme ich da rüber, ist die Frage. Ach, Scheiß. Wie soll ich die töten? Muss da rüber, weil da kommt man nicht rüber. Ja doch, muss ausmachen. Ja Leute, ich brauche auf jeden Fall einen von euch jetzt bei der Quest. Weil die heilen sich nicht auf, als du sie Schaden machen kannst. Wir sind schon fast bei dir. Da muss ich jetzt nur noch um Stunden an. Die greifen mich auch gleich mehr an. Und jetzt greifen sie wieder an. No trespassing. Wenn immer mehr. Ich hau ja. Ich hab Joghurt rufen, haut ab. Lass mich hier durch. Alles wichtig. Das hat ja keinen Sinn. Wie soll ich denn die töten? Wollen jetzt diese Vögel von uns? Muss ich überhaupt töten? Alte Golem. Ne, hier geht's auch noch nicht. Ja, und super. Wo lang denn? Hier auch nicht. Na toll. Wir müssen echt ganz außen rum. Ich glaube, diese alle Quests abzuschießen würde zu lange dauern für den letzten Test. Das würde echt zu lange dauern. Fast alles schon fertig, aber. Ey, wie lange soll ich an denen rumknüppeln, ey? Bin gleich da, was willst du denn? Du musst diese Golems killen. Hier immer diese Doppelback-Golems oder was? Ach, davon also muss ich auch welche die Wächter die und so weiter. Ist doch kein davon Problem. Davon muss ich auch welche machen. Ja, ich bin doch nur Supporter.
Mir dauert das ewig drei Tage bis Weihnachten. Zählt das denn auch für dich, wenn wir die killen? Ja, die sind in einer Gruppe, natürlich. Das ist ja eine Kill-Quest. Ja, nie. Das ist ja Loot-Quest. Geht O, alte Gefahr. Okay. 80%, fehlen noch 20. Kommt irgendwas gleich. Ja, ich muss davon auch noch welche töten. Da vorne sind noch welche. Was ist hier los? Du bist jetzt auf der Weltkarte. Drück Escape. Das ist die Aufgabe nach links. Das heißt, du kannst in der Position dann nachher auf dieser Stelle hier spawnen. Gib doch einfach um. Die heilen sich voll schnell hoch. Ja. Einer wahrscheinlich noch. 50%. Da kann man da auch noch was tun. Ich hab doch Bomben. Ja, diese Heal-Delta will ich auch mal haben. Ja, geschafft. 4 von 7. Wollen wir mal mitfisten. Ah, ist gleich noch einer dazugekommen. Nett von ihm. Brauchen wir mal so ein Turf irgendwie, dass ich hier so ein bisschen Mana-Regeneration habe. Yep, hab ich mir auch schon so gedacht. Geht's halt. Wie brauchst du noch? 100%? Ich hab 100%. Das macht ja. Ah. Hier runter da, okay. Wo soll das sein? Ja, die Gegend fliegt! Der Chef hat mich bestimmt total herunter. Hinter uns. Wo, oder? Hier. So dieses Wasser. Ey. Das ist ja, die Weltkugel. Hier ist eine alte Truhe. Warst du schon? Ja, ja. War schon mal. It's just some ancient junk. Not much use to science. You can keep it if you want. It might come in handy. Ah, super. Sowas liebe ich ja. Ja, definitiv. Lass mich doch in Ruhe, ich mach doch gar nichts, ich guck doch nur hier. Du bist Vieh. Oho! Oho? Ich war kurz vorm Verrecken. Oh. Dann komme ich auch noch auf irgendeine Taste für irgendein Menü. Der Schein trübt. Oh, ich hab ich doch erst. So, abgeschlossen. 5-7. So, dann muss ich hier und rechts, ja, oder? Oder? This is a prohibited zone. No trespassing. Lass mich doch in Ruhe, ich will doch gar nichts. So. Geradeaus. Und rechts. Wo ich hab hoch? Sollen wir erstmal eine kleine Pause machen, weil ich muss noch essen und so weiter noch.
Ich würde hier zieht sowieso bei mir gerade ein dickes Gewitter auf. Ja, ich würde sogar vorschlagen, dass wir mal jetzt langsam zum Fazit des Spiels kommen. Ja, weil... Finde ich okay. Also, dass wir da erstmal für unsere Zuschauer dann halt unsere Meinung sagen. Gut, die haben natürlich schon viele Meinungen gehört. Aber, ja. Leute, was ist euch denn jetzt so aufgefallen? Was findet ihr gut, was findet ihr nicht so gut? Grafisch auf jeden Fall sehr ansprechend. Ja, definitiv. Ich finde einige neue Mechaniken, die man von MMOs nicht gewohnt ist. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Also nicht schon mal alleine nicht dieses typische Leveln per Balken und finde ich eigentlich ganz cool. Und du? Ich finde das Spiel an sich ziemlich cool vom Leveln her und so weiter, ein bisschen kompliziert. Wenn man das nicht so direkt durchcheckt mit den Aufwerten der Gegenstände und so weiter, ist es ein bisschen kompliziert, finde ich. Genau wie das mit der Karte haben die auch ein bisschen, ja, haben den. Und das. Man muss viel zu viel laufen, sagen wir es mal so. Nein, das finde ich ja nicht. Entschuldigung. Das finde ich zum Beispiel gar nicht. Überleg mal, es gibt so MMOs, wo du dann von Karte zu Karte zu Karte musst, um dann oder zu einer Karte zu kommen. Das fand ich dann blöd. Hier kannst du wirklich schon viel reisen. Hier hast du eine durchgehende Karte ohne Ladebildschirm und so. Finde ich eigentlich sehr geil. Gut für schlechte Rechner. Ist es nicht so vorteilhaft, weil es natürlich super an der Grafik zerrt, weil du runterstellen musst. Aber ansonsten, also ich finde das Reisen finde ich eigentlich angenehm. Ja, das, man kommt schnell durcheinander bei so einer Karte aber auch, ne? Das musst du bedenken. Ja, das, also ich habe das jetzt gerade so einen Punkt, wo ich, also gerade hier, auf andere Seite muss, aber hier ist alles kaputt, du kommst nicht runter. Ja, das meine ich zum Beispiel. Och nee. Oh, jetzt bin ich bei euch gespawnt, glaube ich. Och nee, jetzt muss ich den ganzen Weg noch wieder laufen. Fazit? Also, ich muss ehrlich sagen, ja, also, was mir auf jeden Fall positiv ist, ist, nicht dieses typische Magier-Schurke-Gedöns. Gut, es gibt nur drei verschiedene Klassen. Was gut ist, dass du jederzeit eine Klasse wechseln kannst, deswegen brauchst du auch, also konnte man ja auch am Anfang keinen Charakter erstellen. Macht demnach wieder Sinn, wenn du jederzeit wechseln kannst, von Heiler als Beispiel zum Krieger oder so, weißt du? Das fand ich ziemlich stark eigentlich, also als Lösung. Erinnert mich auch so ein bisschen an Runes of Magic. Da gibt es sowas ähnliches. Auch bei Rift gibt es sowas, wo du die Rollen einfach so wechseln konntest. Ja. Wo du eigentlich auch nur einen Charakter brauchst, sei denn du möchtest mal halt was anderes spielen, außer das Übliche, was du sonst mal spielst. Und du sagst, ah, heute möchte ich mal Heiler sein, dann machst du halt einfach Heiler. Also das ja, ist das hier auch wieder das sehr cool. Das finde ich auch sehr cool. Ja, wie auch eben schon erwähnt, also das mit den Herstellen der Sachen fand ich auch ein bisschen freaky. Da muss man erstmal drauf kommen. Und es gibt wieder, also was für mich unübersichtlich war, waren auch die Systeme. Ich habe mal kurz drüber geguckt vorhin, weil wir im Spiel waren. Kann ich ja mal ganz kurz aufrufen. Ach nein. Es gibt Limits, zum Beispiel was ich, Credits, Funken der Einsicht, Partikel der Meisterschaft, das hier Geld, Credits, Agents, himmlische Fäden, mystische Tropfen, Funken der Schöpfung, Funken der Zerstörung, Funken Replikation, Toren, Funken der Transformation. Das ist für mich alles viel zu strange. Ja. Zu viel. Also was mit der Währung finde ich. Da muss man wieder 10.000 Währungen sammeln, das ist wie bei Runes of Magic, sammel dies und sammel das und hier und so und dann kannst du das und das, damit du dies und jenes kriegst. Das haben sie nicht so gut gelöst. Gut finde ich, dass ich muss dazu sagen, ich habe nicht den besten PC, hier aktuell stehen, dass ich trotzdem problemlos zocken kann. Der Upload von der Download meine ich, der Download von den 10 GB für so ein Dings fand ich auch relativ easy schnell. Man muss sich nicht 10.000 Mal einloggen und so weiter hier und da. Wenn das erstmal drauf ist, dann brauchst du nur starten und dann bist du auch schon drin. Die Videos-Sequenzen hätte man auch mit Textfrequenzen, Sequenzen bzw. mit Sprechtexten über
laufen lassen können. Man muss nicht jedes Mal ein Video machen. Finde ich oder so. Also ich muss dem Spiel trotz alledem ein dickes Lob geben. Also auch wenn es jetzt in der Beta ist, haben wir ja vorhin am Anfang gar nicht erwähnt. Auch wenn das jetzt eine Beta ist, muss ich sagen, fand ich das schon ziemlich beeindruckend, was schon möglich ist. Und dass es eigentlich auch absolut Free-to-Play ist aktuell. Also wenn man ein bisschen rumdaddeln will, ist das so nicht verkehrt. Man muss halt nichts ausgeben. Ja. Außer für das Premium-Account. Ja gut, halt. Aber das hast du... Das muss ja nicht sein, ne? Außer nicht. Das muss man nicht unbedingt sich kaufen, aber das hat man ja bei jedem Online-Rollenspiel. Ja, das ist öfter mal, dass du halt Cash to Win hast. Gibt ja weniger Ausnahmen halt. Und vom Preisen her geht das eigentlich auch. Also es geht noch. Und was ich gut finde, ist Gefallschaden, wie vorhin in der Einfolge zu sehen, dass ich dann einfach dann runterfalle und bin ich tot. Es gibt gut. Keinen Fallschaden. In dem Fall gab es den, ich bin gestorben. Ja, weil du keinen Boden unter dir hattest. Richtig. Also ich meine aber, dass du das hier nicht so... Also, wenn du am Boden landest, gibt es keinen Fallschaden, das ist schon mal praktisch. Oh, Leute. Also, ich fliege. Ich fliege. Ja. Guckt euch das an hier. Ne? Also meine Zuschauer sehen das gerade. Ich stehe nicht auf dem Boden, ich schwebe. Und stehe auf dem Abgrund. Ich stehe an der Kante halt und haben sie wohl nicht hundertprozentig bearbeitet, die Stelle oder so. Auf jeden Fall kann ich normalerweise nicht runtergefallen, aber da bleibe ich jetzt einfach so stehen. Finde ich sehr witzig. Ich möchte das nochmal vorführen. Also, wenn man jetzt hier langläuft und man sagt, ich mach weiter. Oh, er wollte eine Ananas. Nein. Hallo? Gefährliche Waffe? Und dann ist man auch tot. Ja, also von daher, also ich finde das auf jeden Fall positiv, dass man ja auch runterfallen kann und sterben kann. Ne? Nein, will ich nicht. Ansonsten, also ich, wir haben es bei Echo of Souls gemacht. Obwohl, gibt es noch irgendwas, was ihr sagen wollt? Ich habe so viel gequatscht gerade. Nee, eigentlich nicht. Ah, was ich auch noch positiv finde, dass du den Charakter optisch jederzeit verändern kannst. Auch so Klamotten-Skin-technisch, dass das umsonst ist, finde ich auch gut. Auch heute will ich mal so rumlaufen, und morgen will ich mal so rumlaufen. Dass du jederzeit wechseln kannst, das finde ich. Also bei manchen Spielen kostet das halt Geld. Oder Ingame-Währung oder so. Ja. Best. Und ja, sonst also zur Steuerung, die ist gewöhnungsbedürftig. Also du kannst ja, wenn du Escape drückst, kommst ins Menü. Das ist ungewöhnlich, weil wenn du ausloggen willst, musst du F12 drücken. Möchtest du das Spiel wirklich verlassen, sieht ja. Ne? Ansonsten, ja. Musik finde ich auch ganz nett, im Hintergrund dudelt schön vor sich hin. Ist nicht so nervig. Finde ich persönlich. Stimmt doch. Ist auch relativ stimmig. Ja, zum Skillen, seht ihr, ich habe jetzt bei mir gerade aufgemacht mit K. Ja, ihr seht den Weg, den müsst ihr halt folgen, da kann man halt nicht individuell gehen bis zu dem Punkt, wo ihr gerade seht. Ja, da kann man sich wahrscheinlich hier links oder hier rechts rum. Aber ansonsten ist das alles ziemlich ähnlich. Also beim Atlas des Fortschritts. Mal komm. Ansonsten, ja, aber die Fähigkeiten. Ja gut, das habe ich auch noch nicht so verstanden. Dass hier so ein... Also, wann man mal Level Up geht, Anführungszeichen, um eine neue Fähigkeit zu lernen, habe ich auch nicht rausgefunden, wann man das genau kriegt. Ich glaube durch Prestige, weil dir das Prestige angezeigt. Prestige ist ein Schlüssel... Indikator der Entwickler, das ist kein... Nee. Ich habe keine Ahnung. Ihr seht, ich klicke hier rum. Also man kann hier bestimmt, seht ihr ja hier, wo ich so eine Maus dran gehe. Eine ZXCFR kann man noch belegen. Also ist alles so ziemlich da, wo WASD ist, das ist eigentlich relativ in Ordnung.
Nein, also, aber ich verstehe jetzt nicht hundertprozentig, wie ich die Frage schalten kann. Ja, das weiß ich aber auch nicht. Also, was man genau machen muss. Vielleicht mit der Zeit, wenn ihr noch irgendwie für mal Quests hatte oder so. Ja, aber, wenn man jetzt so Schulnoten verteilt, 1 gut, 6 schlecht, ja, welche Note würdet ihr dem Spiel bisher, was ihr gesehen habt, so geben? Ja, ich würde sagen. Eine 3. Ich würde auch so auf eine schlechte 2 gehen. Also als Betonung, wie, dass es nicht eine gute 2 ist. Ach, hier war ich noch nicht. Cool. Ja. Gut. Wenn ihr dann. Hey, Bad Boy. Hi. Wenn euch das Spiel soweit gefallen hat, könnt ihr euch das auf jeden Fall auch kostenlos runterladen. Und natürlich auch selbst spielen. Wir sind keine. Also der Anbieter ist kein Sponsor von uns. Keine Sorge. Aber da könnt ihr das einfach mal selbst runterladen, selber ein bisschen rumprobieren. Und es war halt einfach mal so ein bisschen angezockt, let's tested. Und ja, ihr kennt ja schon einige Spiele von uns, die wir jetzt mittlerweile schon gemacht haben. Das wäre was für euch. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat, ob es gut war, ob es schlecht war oder. Genau. Also jetzt bei Bad Boy LP, bei Bladdick oder bei mir natürlich. Nicht, dass ihr jetzt sagt, ich gucke das mal bei YouTuber XY und schreibe dem genau das Video, dass es die drei ganz gut gemacht haben oder so. Das bringt uns ja nichts, wir haben ja die. Ja, und das mal nebenbei gesagt, es wird auf jeden Fall kein Let's Play über das Spiel hier geben. Definitiv nicht. Weil es einfach zu zeitaufwendig wäre. Also da. Ich glaube, da würden wir wirklich jeden Tag drin hocken in diesem Spiel. Wenn man damit einmal angefangen hat, kann man nicht mehr aufhören. Ja. Also da haben wir auch richtig lange aufgenommen bisher schon. Ja. Und damit mein Charakter nicht überlebt. Für die Horde! Also, Leute. Ich bin dann raus und bedanke mich fürs Zuschauen und für das Interesse. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Bis dahin. Ciao. Ciao.